Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Zertnis. Heute werde ich meine Basis ausbauen. Ganz wichtig. Das bin ich beim letzten Mal, das von kurz vorm Rückbau passiert. Also, das heißt, die Basis muss noch aufgewertet werden. Also oben aufwerten zu Eisen und an die Seiten noch mit Gitter bestrafen. Also aus zu machen. So, dazu nehmen wir die Dinger nach vorne. So, Nagelstone nehmen wir später. Das coole Stück legen wir hier so hin. Man weiß ja nie. So, da ich das von außen anbauen kann, muss ich immer versuchen, von hier dahin zu kommen. Und zwar so rankleben, ne? Dann kann ich von oben entsprechend da die anderen Gitter draufsetzen. Sonst würden die unten in der Luft hängen. Die sind da irgendwie angeklebt. Frag mich nicht wie und warum. Aber wenn man den Kreis schließen will, muss man da entweder Pfeile setzen oder man muss die Dinger mal aus und innen machen. Ich mache mal zuerst die äußere, also die Reihe hier, fertig. Und dann können wir noch oben fertig machen. Und oben komplett aufwerten. Muss dazu sagen, die Decke muss noch raus, wieder raus. Weil, ja, falls sie hier eindringen würden, das kann natürlich passieren, ne? Wenn ja so viele kommen und ich kann sie nicht aufhalten durch mein Gewehr und so, ne? Könnte sein, dass mal kaputt geht oder Munition aus ist, kann passieren. Dann wäre das gut, wenn das hier oben Decke offen wäre mit Gitter und von oben könnte man wieder beschießen, denn dann könnte man hier jetzt noch flüchten. Und geht nach oben und dann ist man erstmal sicher, aber man kann ja nicht hier abwehren, ne? Weil den Augenblick, wo sie hier drin sind, ja, sieht man die nicht. So, jetzt mal zu diesem Teil aufstellen, ne? Falls noch ein paar mehr kommen, man weiß ja nie. Aber erstmal den Kreis zu. Gitter mache ich deswegen, weil gerade in der Blutmondnacht sehr oft auch Geier dabei sind. Und das geht genau da raus. Und wenn man hier in die Ecke schaut, ist der Kreis dann zu, ne? Sonst ist das nämlich, naja, sieht dumm aus, ne? Oder blöd. Es gibt keine Ecken dazu bauen, ne? Es gibt nur, ja, geradeaus und vom Pfeiler nehmen. Eckgitter und sowas gibt es nicht. Ist vielleicht auch nicht möglich, weil hier alles auf Kastenbasis gebaut ist. Also die ganze Welt hier ist auf diese Kästchen gebaut, ne? Die Betonteile sind ja so ein Viereck, so ein Würfel kann man sagen. Und da ist die ganze Welt drauf aufgebaut. Also ein runder Pfeiler würde genauso den Viereck ausmachen wie das Gitter hier. Gitter kann ich also nur einmal setzen pro Gitter. Also ich könnte mal von außen, von innen auch einsetzen. Das geht. Aber halt nicht in die Ecke. Nicht. In die Ecke geht es nicht, weil da ja der andere schon ist. Ja, draußen müssten wir noch einen Zaum bauen oder Spikes zumindest erstmal. Sobald ich richtig mit Strom kann, also richtig mit, dann kommt auch entsprechend hier Licht, da könnte man noch bauen, ja. Licht. Generator haben wir noch. Und zur Not können wir einen bauen. So, das ist ganz gut. Dann mache ich mal eine Leiter. Auch hier gehen wir nach oben, notfalls, ne, als Fluchtweg. Da geht es zwar nicht weiter, aber wir könnten mal flüchten, ne? Fall ist, Fall ist. Weil. Na, falls das auch mal sein sollte und wir müssten flüchten, dann wäre es ganz gut, wenn wir hier entsprechend nach oben gehen könnten, ne? Wo wir oben auch nicht sicher sind. Na, wer ist denn hier?
Eine kleine Wanderhorde. Man zappelt es so, wir sollten treffen. Ja, das Gewehr ist gut. Das ist eine neue Errungenschaft. So. Hier kommen wir schlecht ran, aber oben. Die eine Reihe wir noch machen. 8 Stück. Haben wir noch da? 44, ja, okay. Die können wir mal schnell herstellen im Inventar, das ist jetzt kein Problem. Weil. Sonst nehmen die uns Platz weg. Hier kann man das gut erkennen, das ist das Viereck. Das ist eigentlich. Ja, hätte ich erst unten machen sollen, ne? Ja, nun ist egal. Werde ich mir halt was einfallen lassen müssen. Ich muss rechts sowieso was einfallen lassen, weil da komme ich auch nicht hin. So, oben wäre ich mal zu. Also hier mache ich auch noch zu. Hier lassen wir nur ein Loch, ne? Wo eine Klappe rein könnte. Oder muss. Und hier müssen wir entsprechend mal vorsetzen. Muss ich mal gucken, drehen. Mit links kann man dann entsprechend drehen, ne? Mit rechts ist dann gesetzt und endgültig. Und dann könnte man nur noch, ja, wegreisen. Wie immer geht dann, ist egal. Ja, da muss man sehen. Das ist ungünstig. Bin zu klein. So. Eine Art Gerüst bauen. Von außen kommt man nicht ran. Ja, die nächsten Missionen, die ich starten werde, werde ich beim anderen Händler annehmen. Und zwar werden wir dafür entweder in die Wüste fahren oder in der Eiswelt. In der Eiswelt kennen wir schon Händler. In der Wüste weiß ich nicht genau. Da muss man mal gucken. So geht das jetzt auch, ne? Aber da können wir nicht durchschießen. Jedenfalls nicht, wenn das aufgeladen ist. Da. Und dann wäre das zu, ne? Vor Geier wäre man sicher. Denn die Geier habe ich, da habe ich Respekt vor. Die kommen ja aus der Luft, ne? Und erstmal siehst du vorher nicht. Dann bist du fixiert auf die Zombies, die unten sind. Ja, und dann. Ja, wenn wir einer, ne? So 3, 4, meistens sind 2. Jedenfalls ist dann unschön, wenn man wegen so einem Mist dann sterben müsste, ne? Möchte ich gern vermeiden. Deswegen baue ich oben einen Käfig. Ich habe so die Erfahrung gemacht, die Zombies dürfen einen nicht erreichen. Dann hast du gute Chancen, ne? Wenn ich näher mal Dings erforscht habe, dieses Teil zum Bauen Stufe 6 oder so, also ganz hohe Stufe, dann könnten wir mal theoretisch Richtung Hubschrauber gehen. Dann könnten wir das mal die Gegend erkunden, ne? Das war der Server. So. Wenn wir aufwerten, ne? Mal sehen, ob das Eisen reicht. Wenn nicht, müssen wir noch was schmelzen. Ja, gib was weg.
Aber Holz können wir nicht lassen, das ist auf Dauer nicht gut. Immerhin sind ja die Geier jetzt nicht mehr so schwach, ne? Die Treppe lasse ich aus Holz, denn falls die Zombies doch mal hochkommen sollten. Holz lässt sich ganz leicht zerstören als Eisen. Dann kommen die nicht hoch oder schwierig jedenfalls, ne? Mit Leiter kommen sie doch relativ leicht hoch. Meistens nicht alleine. Und das ist das Problem. Und wer will das schon, ne? Immer gestört werden bei der Arbeit. Bei großen Gebäuden, muss ich sagen, ist man alleine eigentlich verloren, ne? Man kann ja nie überall zur gleichen Zeit sein. Das heißt, ein Haus hat vier Seiten, also muss doch von den Seiten weg vier Seiten verteidigen können. Und das kann man alleine nicht. Deswegen habe ich für mich persönlich so einen kleinen Käfig. Ist natürlich ein Vorteil. Weil dann wäre ich schon mal halbwegs sicher, ne? Zumindest kann ich immer sehen. Die eine Seite macht ja das Geschütz. Eisen alle, gibt's doch gar nicht. Auf der anderen Seite, ja, dann bräuchten wir noch ein bisschen Lehm. Muss gleich mal gucken. Erdbohrer und ein bisschen Lehm, geht fix. Erdbohrer. Da oben. Das Grundstück habe ich mir ganz gerne in meiner Nähe. Weil, falls wir mal aufstellen wollen oder müssen, dann ist es gleich greifbar, ne? So, Essenvorräte reicht erstmal aus. Früher habe ich mal hier einen Graben umgezogen, aber ein Graben ist in dem Augenblick ungünstig. Deswegen, weil die buddeln sich ja ein. Wenn die sich einbuddeln, dann geht es unter der Erde und dann kann ich sie nicht erreichen und mal schießen. Aber ich könnte hier vorne ein Loch graben. Das kann man machen. So. Brauche ich ein bisschen Lehm für einschmelzen. Man geht ja fix, ne? Ungefähr ja, einige tausend. Diesen Gebietsschutzblock muss ich auch noch umbauen, also umsetzen, also über den alten, dann kann ich verstehen lassen. Der, wenn ich den neuen aktiviere, ist der alte hinfällig. Ganz gerne den grünen Bereich in dem mittendrin, das heißt, ich muss den ganz nach rechts setzen. Dass das Gebäude noch dabei ist. Denn ich muss ja mein ganzes Klumpenzeug weiterhin absichern. Ne? Also ich kann ja nicht hier. Na, da schon. Ich brauche ja die Spiele nach wie vor und das kriege ich da nicht untergebracht. Ne? Ich hatte mal ganz früher mal ein Haus gebaut, wo alles drin war, auch als Basis. Und wie gesagt, wenn du vier Seiten machen willst, verteidigen, das ist unmöglich. So, das müsste mal reichen. So, nimm ein bisschen Gepäck mitnehmen. Erstmal ein Gewehr wieder in Anschlag nehmen, ne? Weiß man es mal. So, da wollen wir einschmelzen. Hat sich richtig gelohnt. Gut, dass wir gestorben sind, ist blöd, aber so.
So, Messing. Tabletten können wir drin lassen erstmal. Ach, wir nehmen alles raus. Was rein. Was geht jedenfalls, ne? Immer mehr im Blick links und rechts. Ab und zu mal auch mal horchen, ne? Ich muss mir was aufbauen jetzt alle. Ich komme mal nicht hin. Und Leiter einbauen. Das haben die mir alles. Die wollten aber auch hier wahrscheinlich hoch. Das ist eine Frage der Zeit, bis sie mich hier oben dann angreifen würden. Und hier oben auf Dauer kann ich nicht zurückhalten. Ne? Das ist das Problem. Denn wenn sie hier mal kommen, dann haben wir ein Problem. So, jetzt geht es mal Richtung Schmelze. Messing einschmelzen. Das Leben ist da auch nicht mehr viel. Geht nur 5 rein. Na gut. Also 5. Einschalten. So. Messing ist wichtig. Hier hatte ich jetzt Eisen eingeschmolzen. Nochmal. Das heißt, der Leben. Mein Leben da rein. Ohne Leben kein, na, kein Eisen. Das kann ruhig durcharbeiten. So. Muss mal schauen. Eigentlich, da könnt ihr was herstellen, also einschmelzen. 7288 habe ich drin und ein bisschen Leben. Das ging ja einiges, das geht ja ziemlich zügig. Oh. Da wäre Decke abgesichert, ne? Hier ist Eisen knapp, also nix. Und da ist Eisen, naja. Bisschen. Immerhin. Jetzt schaut mal im Gepäck nach, ob ich da irgendwo was noch finde. Ich werde mal eines Tages beigehen und sortieren. Einmal angefangen und nicht sortiert und schon bist am Arsch, man kann sagen, ne? Na, die ist auch nicht bei mir. Gut, aber Messing noch. Die Schmiede. Hier kann man zufließen. Ist aber mir jetzt Quatsch, weil ich ja nicht. Habe ich zugeschlossen, ist Ordnung? Achso. Nee, na, nee, nix. Das sieht so aus, als wenn ich da nichts mehr habe. Dann muss ich einschmelzen. Lehm. Ist das halt so, ne? Da habe ich jetzt aktuell Leiter, Messing. Da. Mal 6000. Und hier knallen wir gleich rein. So, Uhrzeit. 19. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Also jetzt mal ein bisschen sortieren und aufräumen und dergleichen, das ist nicht so interessant. Ja, das Einspritzen dauert noch ein bisschen und dann können wir draußen aufwerten. Und dann werden wir schauen, ob wir noch einen kleinen Zaun bauen. Oder zumindest ein Hindernis, ne? Spikes und so. Das mache ich auch alles offstream. Bauen ist dann nicht so interessant, aber Blue Moon ist bald. 91 war gewesen. Plus 7 Tage müsste 98 oder so. Ne? Wenn ich mich jetzt nicht gerade frech habe, dann wäre es auch nicht peinlich. Dann sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen und ja, heute Abend, Gutmond. Nee, Quatsch. Geht's weiter hier im Livestream. Wie gesagt, wir werden zum Händler fahren und zwar Richtung entweder Eiswüste oder
einer anderen Gegend. Weil hier beim Händler findet man die gleichen Aufgaben, das ist irgendwo langweilig. Ja, dann soll es für heute gewesen sein. Nochmal ein Tschüss und Ciao, bis dann und bis heute Abend. Tschüss. Ich bin da. Ihr auch?